gerade mal kurz richtig hinsetzen. Ich habe da nämlich ein Problem mit dem Rücken. Ja, tut mir leid. Ich bin alt. Naja, gut. Oh Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Ich dachte gerade, was ist das denn? Ich dachte, das wäre irgendein Mob. Aber gut, ich weiß nicht. Ich setze jetzt erstmal hier den Kies hin. Haben wir denn, ja, Kies haben wir noch. Haben wir unten noch irgendwo, ich überlege gerade, haben wir noch irgendwo eine Kiesquelle? Ich glaube, vielleicht, wir könnten noch Kies in der Schlucht finden. In der letzten Aufnahme waren. Ihr wisst, was ich meine, wo wir in der letzten Aufnahme waren. Ehrlich gesagt, ich feiere das richtig hier momentan. Das ist richtig, richtig geil. Das gefällt mir momentan. Ich habe mich, glaube ich, wiederholt, ne? Also ich habe mich wiederholt, das weiß ich. So, mache ich. Ja, ich ziehe das jetzt einfach mal hier lang. Ich weiß nicht, soll ich jetzt hier auch weiterhin Gravel hinmachen? Es macht ja eigentlich nicht so viel Sinn, das zu machen, aber wir könnten es an theoretisch machen. Wir haben aber leider nur noch 5. Hm. Dann würde man nämlich den Cobblestone hier entlang machen und dann hier rein theoretisch das ein bisschen abmachen. Dann müsste man das hier auch wegmachen, weil was bringt das hier so einen Block Cobblestone hinzumachen? Naja, wie ich am Anfang gesagt habe, es soll ein Dorf werden, es soll nicht alles aus Stein bestehen, ne? Ja, ich halte mich auf jeden Fall an meine Worte. So, wenn ich jetzt hier... Also man kann es auch machen, das ist nicht scheiße, ja? Ich glaube, das machen wir auch. Nur da brauchen wir halt ein bisschen mehr wieder. Das würde sozusagen sogar andocken. Ich sollte mir vielleicht mal eine Werkbank draußen machen. Ich habe sogar eine dabei. Toll. Hast du gut gemacht, Kühnier. 4 reichen garantiert nicht, aber ich brauche auch so Koppels. Ich mache mir jetzt erstmal nur Treppen, weil wir brauchen einige Treppen. So, eine Werkbank, die setze ich jetzt erstmal, ich weiß nicht, die setze ich erstmal dahin. So, die haben wir dann immer erreichbar. Gut. Dann, weiß ich nicht, mache ich hier auch. Und ich bin hier, wie gesagt, am Überlegen, ob man hier jetzt einfach 2 Steine hinknallt. Weil, macht das viel Sinn, da jetzt Treppen hinzumachen? Ich weiß nicht. Ja, doch, das macht Sinn. Das sieht sogar richtig, richtig gut aus. Das sieht viel, viel besser aus, als hätten wir Slabs benutzt. Coole Entscheidung. Oder gute Entscheidung. Das war nicht so eine gute Entscheidung. Das war auf jeden Fall wieder keine gute Entscheidung. Immer diese nervigen Hitboxes, ja. Ja, das gefällt mir tatsächlich bis jetzt ziemlich gut. Es sieht natürlich ein bisschen... Ja, ne? Monoton aus, sag ich mal. So. Hier müssten wir aber eigentlich wirklich schon Gravel benutzen. Ich nehme jetzt hier einfach 4. Blöcke so, oder wir machen tatsächlich einfach mal so. Und wir könnten da ja sogar, theoretisch, so können wir da jetzt nichts machen, oder? Polierter Garnit. Ich guck mal, wie das aussieht. Ich glaube, so schlecht kann das, so schlecht ist das bestimmt auch nicht, aber das passt hier irgendwie überhaupt nicht rein. Vielleicht Diorit, es wird schon wieder Nacht. Ich glaube, ich spinne. Naja, das passt alles nicht so ganz. Naja, dann setze ich da erstmal wieder Erde hin. Ich dachte halt, wir lassen das hier so ein bisschen ausfaden, so sozusagen. Nö, Mangel Ressourcen einfach als gewollt darstellen. So macht man's, ja. Habe ich hier eigentlich noch? Nee, habe ich nicht. Ich dachte, vielleicht habe ich da noch ein paar Cobblestones. Hätte ja sein können. Aber die hätte ich mir dann wahrscheinlich auch schon genommen. So eine Tür müsste ich mir zum Beispiel noch craften. Ja, wir müssen so langsam auch mit dem Hausbau anfangen. Ich glaube, wir werden aber... Wer hätte es gedacht? Wir werden garantiert nicht in dieser Aufnahme fertig damit.
Nehme ich jetzt auch Eichenholzbretter als Boden? Ich glaube ja. Es ist erstmal so ein kleines Standardhaus, so dass wir ein Haus haben, anstatt so eine Bergbruchbude. So, das kann ich auch wieder wegmachen. Oh, das ist gar nicht mal so, das war gar nicht gewollt gewesen, aber das kann man tatsächlich als, ich sag mal, als Straße schon benutzen für dieses Tal oder dieses Dorf im Tal. Das ist alles irgendwie nicht gewollt, aber irgendwie alles, was ich baue, sieht irgendwie passend aus. Hier alles dazu, also irgendwie passt das alles zusammen, es spielt irgendwie gut zusammen, finde ich. Gut, 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 das ist gut, das ist gut, gut, gut. Erde mitnehmen. Dann muss ich mir wieder Cobblestone farmen. Toll. Das müsste ich eigentlich auch ändern. Das ist sogar noch Gravel. Hier hätten wir unser ein Gravel. Ich glaube, wir sollten hier vielleicht einfach mal so einen Gang bauen. Ich weiß nicht. Ich weiß ja auch nicht, auf welche Höhe wir sind, aber ich glaube, wir bauen jetzt einfach mal einen Gang. Der könnte später recht lang werden. Ich mache jetzt einfach mal die Spitzhacke kaputt. Aber hier können wir dann natürlich später eine Monsterfalle oder automatische Farm bauen. Weil ich finde, automatische Farmen gehören eher nach unten in den Untergrund als so oben. Weil ich finde, das passt halt einfach nicht. Vor allem wenn so in so ein Dorf. Ja, wenn wir machen, ich glaube, das machen wir wirklich. Also, weil mit Redstone und so weiter kann man auch, finde ich, und im Untergrund halt wesentlich besser arbeiten, weil man sich, ja, also natürlich kann man oben besser arbeiten, weil man halt freien Raum hat, aber es sieht halt schlechter aus im Nachhinein. Und so kann man unten im Untergrund halt alles viel besser verstecken, sage ich mal. Na, hier kriegen wir sogar tatsächlich Eisen, das ist gar nicht mal so schlecht. Wenn wir auf einer niedrigeren Höhe wären oder tiefer wären, dann könnten wir sogar die Chance auf Diamanten haben. Ich setze jetzt erstmal Erde hin. Ja, das war schon. Toll. Na, ich glaube, einen Stack sollten wir auf jeden Fall haben und dann sollte erstmal ausreichen. Also natürlich, eigentlich sollte es gar nicht ausreichen, aber für das, was ich jetzt noch zu Ende machen wollte, das sollte auf jeden Fall reichen. Gut. Soll ich mir jetzt echt nochmal eine neue Eisenspitzhacke machen? Ich sollte auf jeden Fall nur Steinspitzhacken benutzen. Also fürs Cobblestone-Farmen. Weil das ist eigentlich sau unnötig, das die ganze Zeit zu verschwenden. Das schöne Eisen, was wir uns so schnell erfarmt haben. Cobblestone. So. Da kommt ein Gravel hin. Da haben wir ja leider kein Gravel mehr. Aber wir haben die Tür. Und da ist Gravel. Das heißt, uns fehlt trotzdem noch ein Gravel. So. Dann baue ich das mal ab. Oh, hier ist ja noch Gravel. Aber ich weiß nicht, ich will jetzt hier nichts riskieren. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das ist überhaupt nicht schlecht. Yay, das ist echt der perfekte Seed für mich. Perfekt Gravel. Perfekte, weiß nicht, das, so ein Tal, sag ich mal, das ist einfach alles, ich weiß nicht, perfekt, denn das ist ja so eine Riesenschlucht einfach. Ich finde das einfach, das ist einfach ein genialer Seed. Auch wie das alles so generiert ist, beziehungsweise wie das einfach aussieht, so die Welt, wo wir uns momentan befinden, das finde ich einfach. Ich weiß nicht, ob das normal ist mittlerweile, aber ich finde, das ist irgendwie was Besonderes schon. Also ich finde es besonders irgendwie, weil ich hab jahrelang Minecraft gespielt und dieser Seed ist echt schon bemerkenswert. Okay, lassen wir es sein. So, jetzt haben wir wieder 26. Nee, haben wir nicht. Wir haben 14 Keys. Immerhin besser als gar nichts. Nicht beschweren. So, jetzt können wir hier auch zack hinsetzen. So, Gravel hinsetzen, sozusagen.
Ich muss mal die Aufnahme echt mal angucken, wobei das gucke ich sowieso, also beim Schneiden sehe ich das ja sowieso. Also ich gucke mir zwar natürlich nicht alles an, aber ich gucke mir teilweise, dann mal eine Aufnahme, gucke ich mir teilweise 10 bis 15 Minuten an, so, ne, um mir das und das mal so anzugucken, ob man das machen kann und dies und jenes, und so weiter. Weil, manchmal bin ich auch wirklich zu verplant, weil, wie gesagt, ich nehme irgendwie immer in der Nacht auf und ich lasse es auch einfach nicht sein, ne. Beziehungsweise ich komme halt auch leider einfach nur ne, nachts aufzunehmen. Weil, naja, morgens muss ich raus und dies und jenes. Dann bin ich bis nachmittags, so manchmal auch bis abends weg und bla 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 und so weiter. Und dann ist der Tag ja auch recht anstrengend teilweise, ja. Und dann noch aufzunehmen und so weiter, dann noch Videos zu machen, ist dann nicht mehr so leicht. Aber ich mache es. Ich mache es nur für euch. Also die 0 Aufrufe, ja. Also die 0 Abonnenten meine ich, ne? Für euch mache ich das. Ne, wie gesagt, ich habe einfach immer noch Spaß an der Sache. Ich mache seit Jahren Let's Plays und ich habe einfach mega Spaß an der Sache. Ich weiß nicht warum, aber ja, ich habe einfach Spaß an der Sache. Ich kann euch nicht erklären, warum ich so einen Spaß an der Sache habe, aber ich habe Spaß an der Sache und deswegen mache ich das. Nur aus diesem einen Grund mache ich das. Sonst würde ich das nicht schon 4-5 Jahre lang machen. Das sagt ja schon alles, oder? Klar, würde ich gerne damit so mein, ja, kleines Taschengeld sozusagen damit verdienen, so. Aber ja, es muss nicht sein, sag ich mal, ja. Und YouTube kann sowieso jetzt nicht einen selbstständig machen, sag ich mal so. Also wenn, man kann sich nicht auf YouTube verlassen. Also es gibt echt Leute, die denken, oh, YouTube, ja, da kann man ja mal schnell mal ein paar Tausend verdienen. Ja, man kann ein paar Tausend verdienen, kann man, aber macht das erstmal. So. Vor allem momentan so, ich meine, die Werbung ist ja recht schlecht bezahlt, den Adblocker und so weiter, das sind so viele Sachen, die einfach gegen Werbung, sag ich mal, sind oder gegen die Einnahmen. Da ist es dann einfach, vor allem ach genau, nur noch die Demonetarisierung, die ja schon, also mittlerweile, damals war es so, das waren Einzelfälle, dass die Videos demonetarisiert wurden. Mittlerweile sind es Einzelfälle, wenn die Videos monetarisiert sind. So ist das ja einfach schon, das ist so, weiß ich nicht. Eine traurige Entwicklung. Also ich würde es ja nicht schlimm finden, wenn man diese Videos demonetarisiert, die dann wirklich auch gegen die Community-Richtlinien verstoßen, aber irgendwelche Community-Richtlinien so ernst zu nehmen, dass man wirklich schon in seiner Freiheit, in der Medienfreiheit, sage ich jetzt auch mal so, einfach sehr eingeschränkt ist und da wirklich aufpassen muss, was man sagt, dass man selbst Wörter, die noch nicht mal, ich sag mal, diskriminierend sind oder beleidigend sind, einfach schon nicht mehr verwenden kann. Das weiß ich nicht, da, was soll ich da nur zu sagen? Naja. Übrigens, ich freue mich auf jeden Fall auf jedes Kommentar, auch zu jedem Thema, so, weil ich mag das halt so, ne, ein bisschen so diskutieren, so, und zu den Themen auch andere Meinungen zu hören. Ja, also eure Meinung ist gefragt, oder, ja, ist gefragt, das kann man so sagen, so, weil, nach einer Meinung, ja, doch, natürlich, ich bin schon, ja, gut, wir machen jetzt wieder neue Steinziegel, unsere Steinziegel machen langsam auch Feierabend, das heißt, wir müssen uns rein theoretisch sogar neue Steine machen, das heißt, wir müssen uns auch wieder neue Cobblestones erfarmen. Jetzt haben wir Cobblestone sozusagen, jetzt bauen wir wieder Steinziegel und ich glaube, das mache ich jetzt schon mal. Wobei, es wird jetzt gerade sowieso Nacht, dann mache ich das jetzt erstmal noch. Mache ich jetzt einfach wirklich so ein eckiges 10x10 Haus oder mache ich da noch so eine kleine, so eine kleine Wölbung, sag ich mal, rein, so dass es vielleicht bis hier geht. Ich glaube, das mache ich tatsächlich. Da machen wir 1, 2, dass man hier so ein Fenster noch hat. Daran muss ich auch denken, so Fenster können wir einbauen, dann sparen wir uns ein paar Steinziegel schon mal. ich sollte vielleicht mal was essen. Ich habe noch Hammelfleisch im Dings, im Ofen.
Dann sind wir gerettet. Ich kann das schon nicht mehr. Man hört es auch an meiner Stimme. Ich bin... Man kann schon sagen, ein bisschen heiser schon wieder. Und Halsschmerzen fangen auch gerade an. Das heißt, ich muss schon bald wieder die Aufnahme beenden. Oh nein. Weil wenn ich echt... Ich kann zwar bestimmt noch 2-3 Stunden aufnehmen, aber dann habe ich morgen Halsschmerzen wie... Was weiß ich. Habe ich Halsschmerzen wie Onkel Klaus. Ich weiß nicht, ob Onkel Klaus Halsschmerzen hat, aber der hat bestimmt Halsschmerzen. Bestimmt recht starke. So, dann mache ich jetzt einfach mal die 9 hier rein und einen halben Stack noch dazu. So, das sollte reichen. Ich mache jetzt hier noch 2 Kohle dazu. Wobei ich weiß gar nicht, ob das ausreicht. Eigentlich schon. Was? Nein. So. Gut. So. Das sieht ja mittlerweile so aus, als hätten wir schon ein Let's Play, was 20 Folgen lang ist. Dabei sind wir doch bestimmt gerade mal bei der, weiß nicht, 7. Folge oder 6. Folge. Ich weiß es nicht. Das sieht ja so... Ich meine nur, wenn man hier so das mal so anschaut. Das ist nicht schlecht. Essen. 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 Essen, Essen. Hatten wir nicht noch Fleisch? Ach so, da. Ich, okay. Ich sollte euch mal schlafen gehen. Das ist echt normal. So ein Realitätsverlust. Oder Realitätsverlust kann man das nicht nennen. Aber ich bin ja irgendwie voll in der Realität. Aber ihr kennt das doch bestimmt auch. Wenn ihr ein bisschen länger gezockt habt. Vor allem lange am PC seid. Ich bin ja schon den ganzen Tag am PC, um ehrlich zu sein. Es ist Sonntag. Was macht man am Sonntag? Beziehungsweise vom Samstag auf Sonntag. Und was macht man, ne? Vor allem, wenn man sozusagen frei hat, dann ist man auch manchmal länger am PC. Dann ist man auch länger wach. Ja. Und dann kommt es manchmal zu solchen Fällen, sag ich mal. Vor allem, weil ich es eigentlich auch nicht so gewohnt bin, so übertrieben, also was heißt übertrieben, lange wach zu bleiben, aber ich bin jetzt auch keine, was weiß ich, 30 Stunden wach, aber ich glaube 24 vielleicht. Ja, kommt ungefähr hin. Knapp 24. Ich würde nicht sagen 24 Stunden. Aber knapp so. Ne, so 23 Stunden. Wir gehen auf die 24 Stunden. Auf jeden Fall mache ich mir jetzt noch mal eine neue Schaufel. Mache ich mir einfach eine Steinschaufel. Wobei, darauf machen wir uns eine Eisenschaufel. Weil wir haben ja gar nicht mal so wenig Eisen. Wir müssen mal so überlegen. Und... Und ein Eisen ist ja jetzt echt nicht viel, oder? So. Wobei, ich sollte erstmal vielleicht die Maßen machen. So, nach einer kurzen Unterbrechung. Ich wurde einmal ganz kurz gestört. Jetzt bin ich verstört. auf jeden Fall so. Da 2 und da 2. Eigentlich... Jetzt muss ich gucken, wenn ich jetzt... Ja, toll. Wenn ich jetzt hier Steinziegel hinmache, ja. Dann 2 da und 2 da. Ich könnte da rein theoretisch auch einen Holzstamm hinmachen. Ich weiß aber nicht, ob das so gut aussehen würde. Also wenn da, eigentlich müsste der ja rein theoretisch, damit es richtig wäre, hier hin. Dann würde man aber von innen sehen und man soll den ja eigentlich nicht von innen sehen. Also könnte man auch machen, aber... Naja, man sieht ihn ja nur von innen. Was macht das denn für einen Sinn so? Ne? Deswegen, ja.